Marcos Tark. Dieter Nummer 6, das ist Andreas Holz. Mit der Startnummer 7 dabei Matthias Hagenschuhe. Mit der Nummer 10 Andreas Vogel. Die Startnummer 15 ist Stefan Laschinger. Mit der Startnummer 22 dabei David Lutz. Wir haben mit der 33 am Start Fabian Heidmann. Die Startnummer 48 wird gefahren von Lukas Busch. Wir haben dabei die Startnummer 61 mit Zurka. Mit der 74 erster Sohn im doppelten Einsatz Manfred Kuhl. Startnummer 22 und die Startnummer 61 in der zweiten Reihe dann die Startnummer 15, die Startnummer 6, die Startnummer 94, die Startnummer 10. Erster Lauf der Enduro-Klasse bis 750 Kubikzentimeter. Ja, und es ist der Stefan Körner, der da außen gut wegkommt. Aber vorne, da macht der Druck der Stefan Körner mit der Startnummer 1. So, Stefan Körner und dahinter Manfred Nachtigall. Solo-Klasse, also das ist schon eine respektable Leistung. Manfred Knappe, er hängt Stefan Körner da im Nacken. Jetzt hat er den Kopf auf Stefan Körner. Runde. Manfred Knappe ist vorne, dann Stefan Körner, dann sehen Sie eine große Lücke. Aber das war schon ein interessantes Duell und Manfred Knappe, das konnte man im Ansatz sehen, dass er hier wieder heute und die letzte Kurve und Manfred Knappe sichert sich hier den Laufzug vor Stefan Körner und dann gibt es noch ein Fotofinish zwischen der Startnummer 61 in Zulka und der Startnummer 333 jetzt. Die Ehrenpreise vom ADAC Westfalen Motorsport Dortmund, der Provinzialversicherung Lüdinghausen, Galping, Hohenlöchner und Brumann. Die Enduro-Klasse steht bereit. Zeit zum Durchatmen. Der ist also richtig hier im Stress. Also. Ich habe nur die Straße 43. Schauen wir mal. Eben gerade hat er hier ja ein Ding rausgehauen. Mal gucken, ob Manni Knappe das wiederholen kann. Also Stefan Körner und Manfred Knappe, die bestimmen hier so ein bisschen das Geschehen. So. Aber Manfred ein bisschen größer geworden. Mal gucken, ob Manfred Knappe da nochmal nachrücken kann. Vielleicht nochmal etwas dichter ran rutschen kann an Stefan Körner. Der hier aber die Tür. Ja, Stefan Körner da behaupten kann, Manfred Knappe scheint sich jetzt mit dem zweiten Platz hier abgefunden zu haben. Er wird da auch nichts mehr rausreißen können. Vielleicht jetzt nochmal eine Runde. Aber das lautet aber nicht. Stefan Körner, der sicher sich den Aufstieg vor Manfred Knappe. Ja, jetzt ist es einmal mehr. Hat mir der So, meine Damen und Herren, einmal kurz durchatmen und für unsere Stellen kommen. Bitte die Ampel, der große
Fighter.